We have crossed the galaxy and arrived at Ida to build a new era with our own hand. My long cherished wish is about to come true. Welcome to the new world, Tower of Fantasy. Musch musch und herzlich willkommen zurück zu Sorge Story Times. Wir spielen weiter Tower of Fantasy oder kurz auch Toff oder Toof oder was auch immer doof. Nein, doof ist es garantiert nicht, zumindest noch nicht. Ich will da keine Zukunftsprognose noch nicht abgeben, denn ich bin noch nicht so weit, was das angeht. So, wir machen weiter mit diesem wunderschönen Spiel. Momentan noch wunderschönen Spiel. Ich bin ja, wie gesagt, vorsichtig. Das im Fahrwasser, ganz klar im Fahrwasser von Genshin Impact existiert, das kann man, wie ich schon öfter betont habe, nicht leugnen, man sieht es auch direkt. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht schlimm, weil ich vertrete ja die Philosophie oder bin ein Fan der Philosophie, lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht. So, lieber schlecht kopiert als gut selbst gemacht, ja, das ist richtig. Und da sind wir auch direkt wieder im Spiel drinne. Ich habe eine schöne kleine Belohnung bekommen, die ich jetzt mal eben einlösen werde, denn ansonsten sind die Dunkelkristalle für mich momentan nicht wertlos, aber sie haben den größten Wert haben sie tatsächlich hier, weil man dann noch schöne Belohnungen rausgreifen kann, so, und auch weitere Dunkelkristalle, dann kann man wieder ein bisschen upgraden, so, bis keine Dunkelkristalle mehr übrig sind. Nicht wahr? So, jetzt zum Beispiel, ne? Jetzt haben wir wieder keine mehr. So. Fantastisch. Verdienststufe. Was ist denn die Maxstufe eigentlich? 200? Oder? Bestimmt 200, oder? 180. Das könnte man hinkriegen, ne? Mit 18 Tagen, das könnte man auch hinkriegen. 150 ist schon... Ist schon eine hohe Verdienststufe, aber keine Ahnung, wie man die vollkriegt, sag ich mal. Gut. Wir haben auch momentan... Ah doch, jetzt kommt die Musik wieder. Ich habe mich schon gewundert. So. Haben wir wieder Musik. Mal eben kurz noch mal kurz gucken. Ist hier noch irgendwas? Nein, momentan nicht. Gut. Mit Sasa haben wir gesprochen, lernen Theo kennen. Wir haben ein paar kleine Quests hier noch offen, die wir mal eben kurz ein bisschen unter die Lupe nehmen müssen. Indem wir da ein bisschen reinzoomen. So. Und zwar haben wir Tetis Geschichte. Die können wir mal eben machen. Entschuldige, Omi. Hast du jemals von jemandem namens Titi gehört? Wie bitte? Tetis. Was, Tetis? Tetis. Die wer? Schon gut. Entschuldige die Störung. Erinnert mich ein bisschen an den Opa in Sword of Mana. Entschuldigung, kennst du Tetis? Tetis, den Namen habe ich noch nie gehört. Es ist noch nicht lange her, dass ich in die Zuflucht gekommen bin und Celine hat mich direkt zum Arbeiten eingeteilt. Ich hatte noch keine Gelegenheit, so viele Leute kennenzulernen. Es ist zu gefährlich draußen. Arbeiten ist unsinnig für mich und rausgehen auch. Ah ja. Ein Seelenverwandter. Entschuldigung, kennst du vielleicht Tetis? Teddy, natürlich kenne ich ihn. Er ist mein Kumpel. Er hat mich letzte Nacht zu einem Wetttrinken in der Bangesbar herausgefordert, aber nach einer halben Flasche ist er betrunken eingeschlafen. Ich würde wetten, dass er immer noch irgendwo seinen Rausch ausschläft. Warum trinken wir nicht einen, wenn er aufwacht? Fanny hat einen ausgezeichneten Feuerbombencocktail im Repertoire, der es verdammt in sich hat. Tut mir leid, ich glaube nicht, dass die Person, die du erwähnt hast, die Person ist, die ich suche. Vielleicht kennt Fanny sie. Entschuldigung, hast du schon mal von einer Person namens Tetis gehört? Bist du ein Freund von Tetis? Ich habe seinen Grabstein auf dem Bergfriedhof gefunden, zusammen mit einem Blumenstrauß.
sicher hat Celine ihn hier gelassen. Tethys war immerhin ihr kleiner Bruder. Wenn ich mich recht erinnere, jährt sich heute sein Todestag. Celines kleiner Bruder? Ich glaube nicht, dass sie ihn jemals vor mir erwähnt hat. Wann ist Tethys gestorben? In der Vergangenheit hat es uns alles abverlangt, die Ravager abzuwehren. Tethys wurde während eines besonders brutalen Angriffs verletzt, aber da unsere Zuflucht nicht über die nötigen Mittel verfügte, um ihn zu behandeln, blieb bei uns nichts als zuzusehen, wie sich sein Zustand verschlechterte. Seufzt. Ein Sieg sollte eigentlich ein Grund zum Feiern sein, aber der Preis, den wir bezahlt haben, war viel zu hoch. Tethys Tod hat Celine getroffen wie ein Messer durchs Herz. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wann ich sie das letzte Mal lächeln sehen habe. Ich weiß noch, dass Celine sich oft mit Tethys hinausgeschlichen hat und ins nördliche Ringgebirge gegangen ist, um die Aussicht zu genießen. Du solltest ein Foto machen und es ihr geben, damit sie weiß, dass wir noch für sie da sind. Okay. Mach ein Foto im nördlichen Ringgebirge. Machen wir das mal, ne? Wumm! Ich habe, glaube ich, übrigens eine neue Flugmaschine. Die habe ich bekommen. War das bei Fahrzeugen, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Nee, bei Fahrzeugen war es nicht. Aber die können wir mal warten, die Fahrzeuge. Mal wieder. Nee, kann ich nicht. Schade. Aber ich kann Dings abholen. Dunkelkristalle. Sehr cool. Nee, Wartung habe ich leider noch nichts. Aber irgendwo war doch... War das bei Relikt? Habe ich das bei Relikte bekommen? Ist das ein Relikt? Da muss es ein besonderes Relikt sein. Scheinbar ist es ein besonderes Relikt. Mal gucken, aufstellen. Ist das hier irgendwo? Jetboard, Raketenspeer? Nee. Oder ist das nur ein Optik-Ding? Könnte natürlich auch sein, aber hier war doch eins, das ich bekommen habe. Raketensperrfeuer. Ah, nee, das war das Raketensperrfeuer. Nee, das war nichts. Das war keins dieser Dinger. Das war so ein Flugding. Können wir mal in den Rucksack gucken. Ist es denn? Muss ich diese Dinger eigentlich öffnen? Ach so! Oh! Ich muss die öffnen. Ui. Oh ja! Will ich! Jawohl, ein Simulacrium. Crow habe ich bekommen. Nice. Da soll man mal sagen, das lohnt sich hier nicht, ne? So, da haben wir noch eine Fragezeichentruhe. Die können wir auch mal öffnen. Bisschen Gear. Ja. Das ist so ein Getränk. Die können wir auch mal öffnen mit SSR-Teilen. Oh, geil. Das ist so eine Lacktruhe. Da kann... Alles Mögliche drin sein, muss aber nicht, ne? Stehe. Handschuh. Nochmal Handschuh. Ach komm. Bitte. Wieder nur der Handschuh. Schade. Schade, schade. Das ist Fragezeichen-Matrizen. Kann ich mir wahrscheinlich nicht aussuchen. Oder doch? Ich darf mir eine aussuchen? Shit, ich hab... Oh, verdammt, ich hab's... Ich hab das voll falsch gemacht. Ich darf mir die aussuchen, das wusste ich nicht. Mist. Das wusste ich natürlich nicht, dass ich mir die aussuchen darf. Hier darf ich mir zum Beispiel nichts aussuchen. Aber hier. Einmal so ein rotes Ding. Dann einmal so ein grünes Ding. Was ist das? Schlüssel? Siegel 1, Typ 1 Chip. Ich nehme mal die Siegel. Weil wir haben 12. Nehmen wir 6 dieser Siegel und 6 dieser Schlüssel. Oder dieser Chips. Haben wir genau die Mitte. So. Jetzt haben wir noch Fragen. Alter, wie viele Fragezeichen tun ich habe. Das sind nur Kerne, das ist eigentlich egal, was wir da bekommen, ne?
Okay, es ist tatsächlich nicht zufällig. Jetzt weiß ich das wenigstens. Matrizen. Kann ich nicht öffnen. Momentan zumindest nicht. Die Kiste hier kann ich aber noch öffnen. Ist doch schon was drin. Hält Fahrzeugmaterial. Das hätte ich gerne. Ach so. Jetzt kann ich es öffnen. Ich bin falsch gedrückt. Diese ganzen Kisten, die ich nicht geöffnet habe, ne? Schon krank. 36. Zwölf davon. Davon. Sechs davon. Und nochmal sechs davon. Bisschen Zeug auspacken hier. So. Ist natürlich jetzt blöd. Jetzt hätte ich mit der Ausrüstung natürlich ordentlich geil meinen Charakter aufrüsten können. Aber kann ich das nicht transferieren? Ich würde sagen, ist doch gehen. Ich natürlich cool meinen Charakter aufrüsten können, aber nee. Das war dumm. Naja, egal. Aber wir haben eine neue Waffe, ne? Mist, hätte ich das früher gewusst, ne? Hätte ich die Waffe auch ausgewählt, die andere. Dann hätte ich die jetzt ausgewählt. Ich will das Teil haben, ey. Herzstrom. Oder Balmung. Unser Schwert von Claire. Da. Gurenklinge. Alter, die sieht so geil aus, ne? Das ist meine neue Lieblingswaffe, aber gut. Werden wir noch alles bekommen? Mach mir keinen Stress. Mache ich mir keinen Stress. Das Spiel ist ja, was das angeht, sehr entspannt. So. Eben Effizienz auspacken hier. Dann müssen wir da gleich noch einen Foot machen. Zelin das Foto. Ich habe gar kein Foto gemacht. Ich habe immer noch nicht das Flugteil gefunden, aber egal. Ich habe gesehen, wie schön Astra ist, als ich auf der Entdeckungsreise war. Celine, hier sind die Fotos, die ich gemacht habe. Wie findest du sie? Ja, das ist Spitze. Das ist die Spitze des nördlichen Ringgebirgs. Von hier aus kann man wohl den blauen Fluss auch den Omnium-Turm sehen. Nur wenige kennen diesen Ort. Hat dir jemand davon erzählt? hey, Fanny, ich habe vorhin auf dem Friedhof Thetis Grabstein gefunden. Wir wollen dich nur ein wenig aufheitern.
Danke für deine Besorgnis, aber mir geht es gut. Wenigstens wird meine Trauer mich Thetis niemals vergessen lassen. Wir sind oft nachts ins nördliche Ringgebirge gegangen und haben dort mit Glühwürmchen gespielt. Du solltest auch mal versuchen, nachts Glühwürmchen zu fangen. Komm zu mir, nachdem du es getan hast. Okay. Fange nachts Glühwürmchen. Machen wir das mal. Aber es ist gerade nicht nachts. Zwar nicht nachts, aber okay, am nachts Glühwürmchen. Auch wenn es nicht nachts ist, fange ich trotzdem Glühwürmchen. Turbolader, cool. Sag, hier sind welche. 5 Stück Glühwürmchen. Glühwürmchen, Glühwürmchen. Glühwürmchen, die sind schon richtig sauer. Täglich allerlei sozusagen. Ich war schon ewig nicht mehr im nördlichen Ringgebirge. Komm schon, lass uns gehen. Ui, ein Date? Komm, lass die Glühwürmchen mit uns frei. Glühwürmchen am Nachthimmel, das muss wunderschön sein, oder? Früher habe ich mich mit Thetis ständig rausgeschlichen, um hier Glühwürmchen freizulassen. Damals hat er so breit gelächelt. Finde das verlorene Geschenk, backe ein Früchtebrot. Lerne Theo kennen. Das ist Theo. Geht's dir gut, Thetis? Deine Schwester macht sich Sorgen. Das ist Jojo. Was sind Theo? Nico, Linz, Mike. Wo ist denn Theo? Verlorenes Geschenk, Glückwünsche, Sternenhimmel. Technikfreak. Was ist da? Geht leider nur mit schwierig. Schade. Gerade keinen Bock auf schwierig. Aber
war nämlich fertig geladen, deswegen. So. Ach, da ist Technikfreak. Nochmal zum Omnium zurück. Ich bin schon wieder im falschen Kanal. Kanal 5 ist meiner, ihr Knallköppe. So. So, dann gehen wir mal nach Heiklos. Was kämpft die Neue eigentlich? Ach ja, mit dem Rad, stimmt. Und den anderen haben wir auch, ne? Crow? Da. Need my help? Sehr nice. Ich habe gehört, dass Kurio ein Experte für Energiesysteme ist. Würdest du ihn für mich fragen, ob er Interesse an einem Projekt hat, an einem Projekt mitzuarbeiten, bitte Kurio um Hilfe. Was ist der denn? Da. Meyers möchte wissen, ob ich daran ob du daran interessiert wärst, mit ihm zusammenzuarbeiten, das fortschrittliche Triebwerk zu entwickeln. Sieht Meyers bei Neuen wieder seine alten Tricks durch? Da mache ich nicht mit. Der Typ denkt sich den ganzen Tag nichts als hirnrissige Ideen aus. Lass dich von ihm in nichts reinziehen. Nicht mal Kurio will dir helfen. Alle scheinen dich für einen Scharlatan zu halten. Die Leute aus Highcross werden immer konservativer. Vertraust du mir? Sehr gut. Du bist eine sehr weitblickende Person. Ich denke, du hast Potenzial. Die Zukunft braucht Menschen wie uns. Die Technologie hat kein Ende. Highcross versteht das nicht, aber du schon. Du bist wirklich sehr begabt, finde ich. Ich glaube, dass wir gemeinsam das fortschrittlichste Triebwerk der Welt entwickeln werden. Und sobald wir das geschafft haben... Okay, hör auf. Ich fange an, dir zu misstrauen. Oh, endlich kommt jemand. Ich sitze hier schon seit Stunden hier fest. Kann ich dir irgendwie helfen?
Da vorne in der Festung will mir das vergaunern. Ich traue mich nicht, ihnen alleine entgegenzutreten. Hilfst du mir? Klar helfe ich dir. Die Gauner in der Festung zu besiegen. Hier, oder was? Das ist noch eine Hyäne. Meint ihr die? Ravage erzählt einfach nicht, wa? Ravage erzählt doch, oder? Ich habe mich um sämtliche Gauner gekümmert. Sei ganz unbesorgt. Vielen, vielen Dank. Könnte ich dich vielleicht um noch etwas bitten? Weißt du, wo ich Zuflucht HT501 finde? Sicher, die Straße hier bringt dich direkt dorthin. Es wird nicht lange dauern, dann siehst du sie schon in der Ferne. Großartig. Ich habe hier etwas für jemanden namens Shirley. Kannst du ihr die Lieferung bringen? Dann bin ich dir was schuldig. Da. Shelly ist nicht mehr hier. Ich sollte es bei Celine lassen. Ist ja auch mehr oder weniger Six zu Hause. Celine kann es ihm geben, wenn er zurückkommt. Was denn? Gerade eben hat mir ein Zulieferer am Fuße des Omniumsturms ein Paket für Shirley gebracht. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als es vorerst hier zu lassen. Lass mich mal sehen. Ist das Kleid, das ich ihr letzten Monat zum Geburtstag gekauft habe? Ich habe jemanden in Banges gebeten, es für mich zu besorgen und hatte vor, es ihr als Geburtstagsgeschenk zuzusenden. Aber die Zustellung hat so lange gedauert, dass ich bereits dachte, es wäre bei der Lieferung verloren gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass es hierher geliefert werden würde. Alles zu spät. Wenn das nur früher bei Shirley ankommen hätte können. Oder ankommen könnte. So. Das Früchtebrot backen.
Back mal noch mal das Früchtebrot. Moment. Was brauche ich denn dafür? Den Obstkuchen. Überreiche Nico den Obstkuchen und wünsche ihr alles Gute. Ich denke, Früchtebrot. Der Obstkuchen ist doch der geheime Endgegner. Obstkuchen, Obstkuchen. Wo ist denn der Obstkuchen? Seetang-Eisuppe, Löwenzahn, Brathähnchen, goldene Tomate, gegrillter Eidechsenschwanz. Ich habe hier keinen Obstkuchen. Ich brauche vorher das Rezept. Nico war das, ne? Ja. Dann muss ich nochmal zu Nico vielleicht. Weiß der noch irgendwas? Oder kann mir das nochmal sagen? Alaba. Also Nico. Dann kommen meine Eltern zurück. Nico, ich würde gerne nochmal fragen, was mein Obstkuchen war. Vielleicht die Quest nochmal abbrechen? Früchtebrot? Dann mache ich sofort an die Arbeit. Ich habe gefunden, was wir zum Backen des Brots benötigen, aber keiner von uns weiß, wie es geht. Was sollen wir tun? Warte, das ist perfekt. Schau, ich habe das Früchtebrotrezept meiner Mutter aufgeschrieben. Soweit ich mich daran erinnern kann, habe ich ihr dreimal zugesehen, wie sie es gebacken hat. Warum probierst du es nicht aus? Was geht mit Gedächtnis, hm? Klingt ein wenig schwammig, aber egal, versuchen wir es. Ja, kriege ich das Rezept jetzt auch, oder wie? Was habe ich denn gesammelt? Ich habe Grillfleisch gesammelt eigentlich. Diese Früchte habe ich gesammelt. Gefallene Früchte. Wir wollen nur Brot. Und Weizen. Brot ist Weizen. Das ist der richtige Weizen. Vollkornbrot, na toll. Furchtbarer Eintopf. Na super. Das ist ein furchtbarer Eintopf. So, der wird hier nicht gespeichert. Dachte ich mir schon. Ich würde gerne ein Früchtebrot backen, aber ich habe leider vergessen, was die Zutaten waren. Ich glaube, wir müssen die Quest dann nochmal machen. Das ist nochmal richtig. So. Da scheint eine Oma besorgt zu sein. Gehen wir mal hin. So, hier ist das Geschenk. Die Oma ist da oben.
Bringen wir das Geschenk mal. Ich hab's. Danke, junger Mann. Hier steht von Oz. Anscheinend hat mein Mann etwas gesucht, das jemanden namens Oz gehört. Junger Freund, kennst du diese Person? Wie wäre es, wenn ich das bei Oz abliefere und für dich und ihn für dich frage? Ich bedanke mich. Okay. Da unten ist Oz. Stimmt, hier ist der irgendwo, ne? Da. Hey, sieh dir das mal an. Das ist ein Geschenk, das ich meinem Brieffreund gegeben habe. Warum ist es hier? Verstehe. Dieser alte Mann war die ganze Zeit mein Brieffreund. Das Geschenk, das ich geschickt habe, war für ihn. Ich hätte nie gedacht, dass es ihn aufgrund der Geschehnisse nicht erreichen würde. Kannst du mir bitte helfen, das zu der alten Dame dort zu bringen? Hin und her. Man könnte meinen, es sind leichte Fetch-Quests, ne? Aber gut, sie bringen ja auch ein bisschen was. Wenn es nur die Neuling-Events sind, aber... vollkommen okay. War wieder falsch. Hab ich wieder vergessen, was war. Hier, ne? Ja. Die nächste Goldkern-Belohnung. Was ich wieder einnehmen kann. Ist sie jetzt nicht hoch. Vielleicht später. So. Da wollen wir rüber. Das ist ein Geschenk von Oz an deinem Mann. Aus irgendeinem Grund wurde es in der Zuflucht zurückgelassen. In diesem Fall nehme ich es am besten mit. Ja, ich bin mir sicher, mein alter Herr wird sich riesig freuen. Komische Übersetzung manchmal. Danke, junger Mann. Im Grunde hast du damit auch den letzten Wunsch meines Ehemanns erfüllt. Oh nein, er ist gestorben. Ich glaube, er ist gestorben. Okay, hier gibt es jetzt keine Missionen mehr, ne? Ne, es sind tatsächlich nur noch da. Mal gucken, wie die täglichen Quests. Also erstmal Mias Küche können wir wieder öffnen. Burger!
cool. Nehme ich. So, Mia, erledigt tägliche Beute. Was gibt's hier? Ah, hier gibt's was zu holen. Nehme ich. Gibt's auch wieder was zu holen? Nehme ich. Besiege Fieslinge. Ach so, die täglichen Aufgaben. Kopfgelder. Machen wir das mal eben. Hier ist die nächste. Den nächsten nahegelegenen. Nein, ich wollte. Ich wollte dahin, ihr Knallköppe. Ja, ich habe das doch eben auch gemacht. Was sagen? So, hier. Da will ich hin. Was ist denn das? Hä? Ich habe das doch gerade markiert. Mann! Ist ja mal gut. Ich liege die Eider-Fanatiker. Ich glaube. Ah ne, Nadelbienen besiegen. Alle Fanatiker kommen aber. So, die werden erledigt. Das nächste ist die Fieslinge. Da jetzt fast komplett abgeschlossen. Entscheidungskampf mit. Kopfgeld. Entscheidungskampf mit. Das war keine. Das war eine. Zweite. Dicke, da müsste ja auch eine Hygiene sein. So. Das hätten wir erledigt. Ich glaube, hier gibt es erstmal nichts mehr zu tun. Außer halt die Feinschmecker-Quest, aber da kann ich auch später gucken, wie die geht. So, den Raumriss haben wir hier. Können wir hier ins Rattennest vordringen. Und den Band jetzt ein bisschen aufrollen. Mal hoch. Fässer auseinandernehmen.
Ebenfalls. Oben ist irgendwo noch einer. Leuchtet denn, oder? Das kann ich nicht mehr machen. Traumding mehr. Keine Bedeutung, aber so einen smoothen Sprungverhalten habe ich damit kein Problem. Das ist ja fast schiefgegangen. Ich beeilen, ich bin fast oben. Jawoll! Und ein paar Rüstungsteile bekommen. Nice! So, in diesem Traum machen wir mal eben ganz kurz einen klitzekleinen Breaky und sehen uns gleich wieder. Dann geht's noch eine Runde weiter mit Genshin Impact, wollte ich gerade sagen. Mit Tower of Fantasy. Frohes Schaffen, frohes Sein, bis gleich und rein. Euer Savarius. Anime Power! Da bricht mir das Hemd auf.